Jesus ist meine Kraft, ohne ihn kann ich nicht leben. Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Zuschauer. Jesus Christus hat einmal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird niemals sterben und verloren gehen. Heute habe ich Ebi bei mir. Ebi ist heute mein Gast und er hat Jesus Christus erlebt. Er kommt aus dem Islam und aus Iran. Und Ebi wird uns sagen, wie Jesus in ihm die Auferstehung und in ihm das Leben ist. Ebi, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen bei uns. Jo, danke. Ebi, du bist ein Muslim gewesen, richtig? Ja. Wie warst du denn als Muslim, beziehungsweise wie hast du dein Islam gelebt? Ja, ich war zeitlang war ich halt religiös. Ne? Ich habe praktiziert, das was auch Islam sagt. Ne? Ich habe gebetet 5-mal am Tag und gefastet, halt Teilzeit, ne? Teil. Und ich habe Koran gelesen. Ich versuchte so gerecht leben vor Gott. Und ich versuchte ein guter Mensch, ein guter Mensch sein. Und bei uns ist nun mal halt so, wenn man guter Mensch heißt, dass man halt religiös auch leben kann. Also gemäß der islamischen Religion hast du versucht zu leben? Teilweise war so und teilweise, als ich Soldat war, ne, im Wehrdienst, und habe ich auch, ja, da kam auch die Regierung hier, ne, religiöse Regierung im Iran. Und ja, dann habe ich auch viele Widersprüche gesehen. Und dann bin ich halt vom Glauben, islamischen Glauben ab und habe halt säkular gelebt. Okay, das heißt, im Islam bist du säkular geworden. Warst du denn Atheist? Nein, ich glaubte an Gott. Okay. Ich glaubte an Gott, aber nicht so praktizierte Muslim. Das hat dich nicht ganz überzeugt? Nee, ich bin halt, sagen wir mal, von islamischen Glauben im Iran abgefallen. Aber trotzdem, ich war immer noch Muslim. Und wie hast du denn als säkularer Mensch gelebt? Ja, jeder andere Mensch. Ne? Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht gefastet, ich habe halt wollte ich überhaupt nichts, ne, von sowas wissen. Und ja, habe ich halt auch Alkohol getrunken und geraucht und ja, wie viele andere. Ne? Und wie lange ging das? Ja, es ging, als ich hier kam. Als ich hier kam, ja, ich wollte halt mal wissen, wie das im Westen ist, und wollte ich halt so frei sein wie im Westen, wollte ich das leben, wie viele andere, die hier sind. Und ich habe auch bis zum Letzten, ne, sagen wir mal, so Atheist gelebt. Und ich war das, was ich auch hatte, habe ich hier auch nichts gehabt, verloren, und lebte wie viele andere, die hier sind. Mhm. Disco gehen, trinken, rauchen, was weiß ich, Drogen, und einfach, ne, frei sein, ne, sexuelle, was weiß ich, Ausschweifungen und alles, was dazu gehört. Du bist heute Christ. Du hast doch mit Gott zu tun. Du lebst doch fromm. Wie bist du darauf gekommen? Ja, und ich wusste, dass es nicht alles ist, das, ne? Ich wusste nicht, dass es alles ist, was sein soll. Und ich suchte immer nach der Wahrheit. Ne? Ich wusste, ich wollte immer aus diesen Schwierigkeiten, die Ziele, die ich hatte, und die Schwierigkeiten, diese ganze Vergangenheit, die ich erlebt habe, die Probleme und Sehnsüchte, wollte ich halt wissen, wer kann mich heilen. Und da kam einer auf mich zu, der sagte, hier, du kannst an Jesus glauben, als Jesus. Du kannst an Jesus glauben, und Jesus kann dich, ne, heilen. Er ist Gott und er kann deine Sünde vergeben. Oh, Sünde. Wenn ich gläubig wäre, dann werde ich wieder Muslim. Ich will mit Glauben nichts zu tun haben. Aber er sagte, er ist keine Religion, sondern er ist Leben. Und dann habe ich gesagt, ja,
nach 3 Monaten habe ich aufgegeben. Ich habe gesagt, ich habe schon alles gemacht. Ne? Dann werde ich mal halt das auch probieren. Warum? Das kostet nichts. Hier bist du frei und hier kann keiner kann dich stören. Ja, und dann habe ich an ihn geglaubt. Ich habe gesagt, ja, Jesus, du bist Gott. Wenn du wirklich da bist, dann komm. Da zeige mir, dass du Gott bist. Und auf einmal ist das im Zimmer. Da kam ich nach der Arbeit beim Essen. Und auf einmal kam in meinem Zimmer Jesus. Ich habe ihn gesehen. Der Geist erfüllte das ganze Raum. Nicht nur ganze Raum, sondern auch innerlich. Oh, ich war wie so ein Taube, ne, in der Luft. Und ich war so frei und froh. Und fing ich an, automatisch, ne, ohne dass ich wollte, fing ich an zu weinen. Das heißt, die Kraft war so groß in mir, dass ich geweint habe. Und dann habe ich gesagt, danke Jesus, du bist wirklich Gott und du bist wirklich Leben. Weil ich wusste, dass einer, der Leben ist, muss auch Leben geben. Okay. Und ich habe gesehen, der war wirklich Leben. Ne? Es war wirklich Leben. Der ist diese Auferstehung, die er sagt, dass er ist. Und dann habe ich mir gedacht, Gott muss auch wie eine Mutter sein, der sich opfert für seinen Sohn oder seine Kinder. Und da muss einer Gott, der höher ist als eine Mutter, muss sich opfern. Und dann habe ich gesehen, ja, der ist oben und am Kreuz. Der hat sich wirklich geopfert für mich. Ich habe gesagt, ein Gott muss erstmal vorangehen und dann kann ich hinterher. Und nicht, dass er mich nach vorne schickt und kommt hinterher. Und da war mein Wendepunkt, dass Gott wirklich sich mir gezeigt hat, dass er da ist. Ich freue mich so sehr, dass du ein Beweis dafür bist, dass unser Gott lebt, und zwar durch Jesus Christus. Er ist nicht irgendwo auf einer Wolke, sondern er lebt, er zeigt sich auch Menschen. Im Islam wird radikal den Tod Jesu verleugnet. Hast du das selber verleugnet damals und was bedeutet dir das heute? Ja, den Tod Jesus verleugnet habe ich im Iran, wusste ich überhaupt nicht davon. Ich habe viele Filme gesehen, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, dass er wirklich für mich gestorben ist. Als ich hier kam, da habe ich erfahren, ne, gehört und gelesen, dass es wirklich für mich gestorben ist. Und das, was wie er mir gezeigt hat, da habe ich verstanden, was er am Kreuz wirklich getan hat, damit er in meinem Leben kommen kann. Hm. Darum musste er da oben. Und dann habe ich verstanden, warum er am Kreuz ging. Okay. Das heißt, die Kreuzigung für dich ist A und O heute. Genau. Der ist A und O. Du hast wahrscheinlich auch geglaubt, dass die Bibel gefälscht ist im Islam. Gehe ich mal von aus. Was bedeutet dir heute die Bibel? Die Bibel ist das Wort Gottes. Denn erst habe ich diese Erfahrung gehabt und dann habe ich Bibel gelesen. Vorher habe ich überhaupt keine Bibel gelesen. Und dann habe ich angefangen zu Bibel lesen und da habe ich halt und alles verstanden, was da stand. Denn Gott, durch seinen Geist, hat er mir immer die Augen geöffnet. Und dann habe ich die Iraner gesagt, komm, hier, guck mal. Das ist hier, guck mal, da ist der Daniel und. Und die waren blind, die haben, ach, was redest du denn da? Ich habe gesagt, warum guckst du das, siehst du das nicht? Ich sehe du nicht. Ach, ne, sie wollten nicht glauben. Und dann habe ich schon gemerkt, immer, das ist der Geist Gottes, der die Augen öffnet. Und da, wo ich Gott gesehen habe, in meinem Zimmer, der hat mir die Augen geöffnet. Darum konnte ich lesen. Preis den Herrn. Ich freue mich so sehr, dass wir uns eines Tages mit Jesus irgendwann treffen werden. Ja, ich hoffe auch. Ja. Sag mal, gibt es viele Muslime, die du kennst, die heute Christen geworden sind, die wirklich an Jesus glauben, aus deiner Sorte? Ja, es gibt viele, die an Jesus glauben. Und ja. Und dass sie gläubig geworden sind. Ja. Verkündigst du auch die frohe Botschaft von Jesus weiter? Ja, ich muss das tun. Nicht ich muss das tun, sondern ich möchte das tun. Das heißt, das, was Gott in mir eingelegt hat, dieser Samen, dieses Geist, der treibt mich, die andere zu bezeugen oder überzeugen oder sagen, dass Jesus wirklich da ist. Ohne dass ich überhaupt muss oder dass es da irgendein Muss dahinter ist. Mhm.
Freust du dich? Pflicht. Ja. Ist keine Pflicht, ja. Sondern das ist einfach der Wille. Das heißt, deine Freude, die du hast, durch Jesus willst du weitertragen. Will ich, dass der andere auch das, was ich erlebt habe, auch erleben. Ich weiß, dass du nicht der einzige Ex-Moslem bist. Ich zumindest kenne viele und ich weiß, dass du viele kennst. Sag mal, was ist deine Botschaft an die Menschen, die noch Jesus nicht erlebt haben, die noch nicht an Jesus glauben? Sei es Iraner, sei es Menschen aus den arabischen Ländern oder Türken. Jeder Muslim, der dich sieht, was würdest du ihnen sagen? Ja, ich würde mal halt sagen, dass sie erst sie sollen ehrlich sein zu sich selbst, ne, und zu ihr Leben. Die sollen wirklich, wenn sie die Wahrheit erkennen wollen, dann müssen sie halt erstmal leer werden. Sie müssen die ganzen Vorurteile, die vorhatten oder vorher geerbt haben, müssen sie an der Seite lassen und müssen sie ehrlich sein und Gott oder Jesus wollen, dass er euch die Wahrheit zeigt. Solange man nicht will, solange man halt festhält an dem, was man glaubt oder die Väter ihn gegeben haben, ja, oder vererbt haben, solange man festhält, kann man die Wahrheit nicht erkennen. Du musst alles aufgeben, damit du die Wahrheit erkennen kannst. Ist egal, ob du Moslem bist, ob du Hindus oder welche Religion du hast oder Ideologie. Das heißt, ehrlich muss man nur vor Gott sein. Man muss ehrlich sein, weil das ist keine Religion, sondern das ist Leben. Ich danke dir ganz herzlich, mein lieber Abby, dass ich dich interviewen könnte. Gott segne dich. Ich weiß, dass du ein eifriger Zeuge Jesu geworden bist. Möge der Herr dich unter vielen Iranern und Muslimen gebrauchen. Gott bewahre dich und segne dich. Ja, ich bedanke mich auch. Mein lieber Zuschauer, fast jeder X-Muslim, den ich interviewt habe und den ich kennengelernt habe, hat fast dieselbe Antwort gegeben. Du musst nur ehrlich sein. Und ich füge hinzu, ehrlich und mutig sein. Das, was du vererbt hast durch deine Eltern und das, was du nie gewagt hast, in Frage zu stellen, mal in Frage zu stellen. Ist wirklich Jesus die Auferstehung und die Wahrheit? Komm zu ihm, damit du die Wahrheit erkennst. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Und wenn ihr die Wahrheit kennt, so wird die Wahrheit euch frei machen. Der Herr segne dich, dem Herrn befohlen. Bis zum nächsten Mal.